Was geht ab, Freunde? Ich bin Sam und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute unboxen wir das Sony Xperia Mark II, welches letztes Jahr im September vorgestellt wurde. Das Xperia Mark II ist ein High-End-Smartphone und kostet momentan 800 Euro auf Amazon. Ein Review zu dem Smartphone kommt auch bald auf meinen Kanal, daher lasst schon mal gerne ein Abo da, falls ihr das nicht verpassen wollt. Aber heute geht es nur um das Unboxing. Viel Spaß mit dem Video! Das Xperia Mark II kommt in eine weiße Verpackung. Ganz vorne steht Sony Xperia 2. An der Seite genau das gleiche. Hinten stehen die wichtigen Specs zu dem Smartphone, aber dazu kommen wir gleich. So, öffnen wir mal die Verpackung. Ich habe hier ein Testgerät, das heißt, dass das Smartphone schon vor mir von anderen getestet und geöffnet wurde. Bei euch wird das ganz sauber und ordentlich verpackt sein, da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Ich habe hier die schwarze Farbe, aber das Smartphone gibt es auch in rosa, blau und grau. Rosa sieht echt schick aus. Unter dem Smartphone haben wir den Papierkram wie die Kurz- und Sicherheitsanleitung. Was ist euch aufgefallen, Freunde? Genau, wir haben kein SIM-Eject-Tool. Denn die Klappe für die SIM-Karte kann man einfach mit dem Finger öffnen. Sehr praktisch. Hier drunter haben wir ein USB-C auf USB-C Ladekabel. Dann Kabelkopfhörer mit Klinkenanschluss. Warum das? Naja, das Smartphone hat noch eine Klinkenboxe. Sehr interessant, gucken wir uns alles gleich nochmal genau an. Und als letztes haben wir noch ein 18 Watt Ladegerät. Hier steht das auch nochmal. So, kommen wir mal zum Smartphone. Das Xperia 2 ist 6,1 Zoll groß und das Display ist im 21:9 Format. Sehr schlank und lang. Es liegt auf jeden Fall gut in der Hand. Wir haben eine 80,9% Screen-to-Body-Ratio. Das liegt an den oberen und unteren Rand hier. Sony geht hier einen anderen Weg und verzichtet auf ein Kameraloch. Das Display ist flach und löst mit 2520x1080 Pixeln auf. Auch unterstützt das Display 120 Hz, was sehr vielen von euch erfreuen könnte. Oben auf dem Display haben wir noch einen Lautsprecher und eine 8 Megapixel Frontkamera. Auf der rechten Seite haben wir jede Menge Tasten. Ganz oben befindet sich die Lauter- und Leiser-Taste, darunter die Power-Taste, welche auch einen Fingerabdrucksensor hat. Und unter dem Fingerabdrucksensor befindet sich eine Google Assistant-Taste, womit man den Google Assistant ganz schnell erreichen kann. Und als letztes haben wir noch einen Kameraauslöser. Insgesamt 5 Tasten, das ist auf jeden Fall sehr mutig von Sony. Auf der linken Seite befindet sich das Fach für die SIM-Karte und wie am Anfang schon gesagt, kann man das auch ohne ein SIM-Eject-Tool öffnen. Ganz praktisch, wenn ihr mich fragt. Und hier sehen wir auch schon, dass das Smartphone auch microSD unterstützt. Ganz oben befindet sich noch eine Klinkenboxe, heutzutage sieht man sowas sehr selten, aber nice, dass Sony hier das mit eingebaut hat. Hinten haben wir insgesamt 3 Kameras, ganz oben eine 12 Megapixel Weitwinkelkamera, in der Mitte eine 12 Megapixel Telefotokamera mit einem dreifachen optischen Zoom und unten eine 12 Megapixel Ultra-Weitwinkelkamera. Die Linsen der Kamera wurden von Zeiss für das Smartphone extra hergestellt, mal gucken, wie die Kamera so wird. Das Smartphone kommt in der Standardvariante mit 128 GB Speicherplatz und 8 GB RAM. Den Speicherplatz kann man jedoch mit der MicroSD-Karte bis zu 1 TB erweitern. Als Prozessor haben wir den berüchtigten Qualcomm Snapdragon 865 5G und als Betriebssystem haben wir reinen Android 10. Mein erster Eindruck von dem Smartphone ist sehr positiv. Ich finde das Design und das Displayformat sehr interessant. Ich bin gespannt, wie sich das Smartphone so im Alltag schlagen wird. Abonniert schon mal den Kanal, falls ihr die Review zu dem Xperia Mark II nicht verpassen wollt. So, danke fürs Zuschauen, das war's mit dem Video. Lasst gerne ein Like und einen Kommentar für den Algorithmus da. Das war's, tschüss!